Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass in der Psychologie gibt es eine Überzeugung, dass die Persönlichkeit einer Person, beziehungsweise der Charakter einer Person, die Persönlichkeit eines Menschen, besteht aus zwei Sachen. Einerseits 50% seiner Persönlichkeit besteht aus den Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Und die zweiten 50%, also die zweite Hälfte der Persönlichkeit, besteht aus deiner Vorstellung, was du von der Zukunft hast. Das heißt, 50% aus der Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, und 50% aus dem, was du denkst, was in der Zukunft passieren wird. Das bedeutet, dass unser Charakter, unser Gemüt und das, was wie wir denken, das, was wir fühlen, oft damit zu tun hat, mit dem, natürlich mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit, aber auch ganz, ganz viel mit dem, was wir denken, was passieren wird. Und deswegen bin ich einfach sowas von überzeugt, von der siegreichen Endzeit. Ich bin sowas von überzeugt von der siegreichen Endzeit, und ihr seht, heute haben wir tolle, tolle Geschenke für euch. Letzter Tag vorm Fasten. Okay, gibt es noch Cupcakes mit einer Krone drauf? Warum? Weil wir glauben an eine siegreiche Endzeit. Oder ich glaube an eine siegreiche Endzeit. Was du glaubst, ist dir überlassen. Aber ich glaube an eine siegreiche Endzeit. Die Bibel sagt in Römer 15, 13, sagt, dass der Gott der Hoffnung, schaut mal, der Gott der Hoffnung, was ist es für ein Gott? Es ist ein Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit allem Frieden und aller Freude im Glauben. Mit was? Mit allem Frieden und mit aller Freude, damit ihr überreich werdet. Überreich in der Hoffnung, in der Kraft des Heiligen Geistes. Überreich, was bedeutet, hey, der Gott der Hoffnung, wenn du, hey, willst du wissen, was ist das, was Gott zu dir spricht? Wenn Gott zu dir spricht und Hoffnung und Friede, geht der Bach runter, dann brauchst du Freisetzung. Weil er ist ein Gott der Hoffnung. Er ist ein Gott, der dich erfüllt, überreich erfüllt mit Frieden und mit Freude. Wenn du merkst, in deinem Alltag Friede und Freude geht den Bach runter, beziehungsweise fliegt von dir weg, hey, zurückkehren zum Gott der Hoffnung. Weil er ist derjenige, der uns überreich segnet mit Hoffnung. Und deswegen glaube ich an eine siegreiche Endzeit. Ich weiß nicht, aber wisst ihr, in den letzten Jahren kamen so viele Menschen zu mir. So viele Menschen zu mir, die Ideen von der Endzeit haben. Und sobald irgendetwas Großes in der Welt passiert, sind sie sofort da und erheben ihre Endzeit und, wie soll ich sagen, Weltuntergangsstimmung und Stimme auf. Okay? Und was mich aber stört, wirklich, bei fast allen diesen Personen, die in den letzten Jahren zu mir kamen und mir diese Weltuntergangsstimmung überbrachten, weil irgendetwas in der Welt passiert ist, was sie interpretiert haben, was schon in der Bibel bereitsteht, was sozusagen Zeichen der Endzeit ist. Was mich stört, ist, dass die Menge ihrer Sorgenfalten die Anzahl ihrer Lachfalten übersteigt. Und das ist mein Problem. Wenn die Menge deiner Sorgenfalten die Anzahl deiner Lachfalten übersteigt, dann stimmt irgendetwas nicht. Egal in welche Richtung die Endzeit geht, es stimmt irgendetwas, weil er ist ein Gott, der... Und wenn du eine Begegnung mit dem Gott der Hoffnung hast, dann werden deine Lachfalten immer die Menge deiner Sorgenfalten übersteigen. Amen. Amen. Ich gehe jetzt nach Hause, weil wir müssen nicht mehr wissen. Und das ist es. Weil das ist, wenn ich Menschen sehe in meinem Leben, die zu mir kommen, in zwei Minuten erkenne ich, was für eine Begegnung sie mit dem Gott der Hoffnung hatten. Ist es dramatisch in deinem Leben? Alles schlimm und so weiter? Dann denke ich mir, ja, manchmal so. Einfach nur ins Kämmerle mit dem Gott der Hoffnung, dann kommst du ganz anders raus. Weil er erfüllt dich mit Hoffnung, er erfüllt dich mit Frieden, er erfüllt dich mit Freude. Amen. Das war nur die Einleitung. 1. Chronik 29. Schaut mal, 1. Chronik 29. Wichtig. Hey, schaut euch im Spiegel an. Die Sorgenfalten, die sind dessen die hier. Okay, hier oben, das sind die Sorgenfalten. Die Lachfalten, das sind die hier. Okay, wenn du Botox und so weiter schon benutzt hast, okay, dann wird es schwierig. Aber das sind die hier. Das sind die Lachfalten. Okay, die Menge unserer Lachfalten muss die Anzahl unserer Sorgenfalten immer
übersteigen und übertreffen. Amen. 1. Chronik 29, Vers 11. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Gott ist noch immer die letzte und höchste Instanz. Alles gehört ihm. Er hält alles in seiner Hand. Er ist noch immer souverän. Er ist noch immer allmächtig. Er ist noch immer allgegenwärtig. Er sitzt noch immer auf seinem Thron und er lacht. Und daran wird sich nicht ändern. Warum? Weil Gott ist unveränderbar. Und das ist etwas. Ihm gehört noch immer alles. Amen. Ihm gehört noch immer alles. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, die USA haben einen neuen Präsidenten. Natürlich habt ihr es mitbekommen. Und die Frage ist, aus welchem Lager ihr eure Informationen bekommt, seid ihr entweder total happy oder ihr wisst, Amerika geht den Bach runter. Ich weiß nicht, aus welchem Lager ihr seid. Aber vor zwei Wochen habe ich eine Aussage von einem renommierten, einem sehr geachteten und geschätzten christlichen Leiter gelesen, der die Befürchtung hatte, wenn ein linksliberaler Präsident an die Macht kommt, ist es vorbei mit Amerika. Und am 20. Januar wurde ein linksliberaler Demokrat, Joe Biden, eingesetzt. Und schaut mal, was dieser christliche Leiter geschrieben hat. Er hat gesagt: Wir können sehen, wie die Bibel in ein Lagerfeuer geworfen wird. Unsere Kinder, entweder verwirrt oder verängstigt, vereinigen sich in der Menge und singen Spott gegen Gott. Unsere Frauen und Töchter sind Opfer legaler Prostitution, nüchtern entehrt, besonders verschmutzt, die Ausgestoßenen der Zartheit und Tugend und der Abscheu von Gott und den Menschen. Er meinte, wenn ein linksliberaler Präsident an die Macht kommt, sieht es nicht gut aus für uns. Und jetzt passt mal auf. Was ich euch nicht gesagt habe, ist, dass dieser Christliche hier das vor 220 Jahren gesagt hat. Vor 220 Jahren hat der hier 1798 diese Aussage gebracht. Und die Menschen, die Geschichte nicht verstehen, ist, dass jedes Mal, wenn es an die Präsidentschaft in Amerika geht, hörst du immer diese Aussagen. Jedes Mal hörst du immer diese Aussagen. Pass mal auf, noch ein paar mehr. Der Historiker Stephen Protero berichtete, einige Geistliche in Neuengland sahen auch eine Verschwörung zwischen Jeffersonianern und dem Orden der Illuminaten, einer Geheimgesellschaft von Freidenkern, die angeblich die französische Revolution vorangetrieben hatte und sich nun der Schaffung der nachchristlichen neuen Welt widmete. Ebenso 1798. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Seit 220 Jahren. Immer das Gleiche. Und die Christen fallen jedes Mal aufs Neue drauf rein. Puh. Jedes Mal. Wollt ihr weiter? 1798. Sollte der Ungläubige Jefferson in die Präsidentschaft gewählt werden. Wer war Jefferson? Jefferson, pass mal auf, 1798, beziehungsweise Jefferson ist dann wirklich 1801 zum Präsidenten gewählt worden. Jefferson, wisst ihr, wer Jefferson war? Jefferson war kein Christ. Jefferson hat gesagt, die Bibel ist ein tolles Buch. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Bibel genommen und hat Aussagen, die ihm nicht gefallen haben, hat er rausgerissen, beziehungsweise mit überstrichen. Und er hat gesagt, die ganzen Wunder von Jesus, die brauchen wir, die bringen uns heute sowieso nicht, aber die moralischen Sachen, die sind ganz okay. Und du kannst heute in Amerika, kannst du sozusagen die Jefferson-Bibel wirklich in einem Museum noch immer sehen, beziehungsweise dir anschauen. Und Jefferson ist 1801 an die Macht gekommen. All das Schlimmste, der Antichrist, von dem man gedacht hat, Amerika geht den Bach runter. Wenn er an die Macht kommt, ist es vorbei.
Ist es vorbei? Und siehe da, 1801 ist er wirklich an die Macht gekommen. Schaut mal, was davor noch einer gesagt hat. Sollte der ungläubige Jefferson in die Präsidentschaft gewählt werden, warnte ein Geistlicher im Hudson Bee, eine Zeitung. Das Siegel des Todes ist der Moment, der auf unsere heilige Religion gesetzt ist. Unsere Kirchen werden niedergeschlagen werden. Und eine berüchtigte Prostituierte unter dem Titel Göttin der Vernunft wird in den Heiligtümern präsidieren, die jetzt der Verehrung des Höchsten gewidmet sind. Außerhalb der Kirchen Mord, Raub, Vergewaltigung, Ehebruch und Inzest werden alle offen geehrt und praktiziert werden, prophezeite der Connecticut Current. Ein christlicher Förderer fügte hinzu, das amerikanische Volk würde wilder als Wilde, blutiger als Tiger, gottloser als Dämonen werden. Immer das Gleiche. Alle 4 Jahre in Amerika immer das Gleiche. Und die Christen tappen jedes Mal aufs Neue in diese Verschwörungstheorie. Gott ist noch immer souverän. Es geht nicht darum, die Welt, schau mal, die Welt wird nicht dadurch gewonnen, nicht durch Wahlen gewonnen. Die Welt wird nicht durch Wahlen gewonnen, sie wird dadurch gewonnen, indem wir die Herzen der Menschen gewinnen. Schaut mal, wisst ihr was? Mal ganz im Ernst. Ach, wisst ihr seit 1801, was in Amerika alles los war? 4 große Erweckungsbewegungen. 4 große, die zweite große Erweckungsbewegung von Anfang 19. Jahrhundert bis 1840. 4 Jahrzehnte. Die dritte große Erweckungsbewegung von Mitte 19. Jahrhundert bis Anfang 20. Jahrhundert. Über Jahrzehnte. Das nächste, Azusa-Erweckung, wo die Christen, wo die Pfingstler, die gerade sozusagen die Fahnen des Christentums am weitesten nach oben schwenken. Azusa Street, wo die Pfingstler entstanden sind, wo der Heilige Geist auf die Menschen kam und sie anfingen in neuen Sprachen zu reden. Was haben sie noch erlebt? Die Zelterweckung, Heilungsbewegung in den 60er Jahren, Jesus Movement in den 70er Jahren. Wisst ihr, das ist so krass. Mal ganz im Ernst, wenn der Teufel dabei ist, die Welt einzunehmen, mein Vorschlag an ihn, hey, mein Rat an ihn wäre wirklich, hey, er sollte seinen ganzen Vorstand kündigen. Er sollte seine Geschäftsführer entlassen und er sollte von seinem Posten zurücktreten, weil den Job, den er gemacht hat, war miserabel. Das wäre meine Empfehlung an ihn. Weil wenn es darum geht, dass er wirklich dabei ist, die Welt einzunehmen, dann hat er einen miserablen Job getan. Ganz im Ernst. Wirklich. In den letzten 220 Jahren sind so viele Christen, so viele Menschen zum Glauben gekommen. Die Menschheit hat sich sowas zu positiv entwickelt, im Großen und Ganzen. Den Job, den er gemacht hat, ich hätte ihn besser getan. Und die Christen fallen jedes Mal aufs Neue darauf rein. Jedes Mal, wenn irgendetwas Komisches passiert, immer Weltuntergangsstimmung. Immer diese Szenarien von den Schreckensszenarien und so weiter. Und all und Furcht, Angst und Zittern kommt in ihre Herzen. Aber wisst ihr was? Sein Königreich ist ein ewiges Königreich. Er sitzt auf dem Thron. Ihn erschüttert gar nichts. Jesus ist am Kreuz gestorben und seitdem ist er gerade an einem Siegeszug, die Welt zu sich zu ziehen, die Menschen zu sich zu ziehen. Das ist unser Gott. Schreckensszenario 8, weil 1801, es war die erste weltweite demokratische Wahl, die man erlebt hat. 1800, und Jefferson ist an die Wahl gekommen. Ein Nichtchrist. Wow. Und seitdem Erweckung nach Erweckung. Erweckung nach Erweckung. Und die Menschen und die Christen und so viele lassen sich noch immer in irgendwelche Verschwörungstheorien rein. Jedes Mal, du kannst studieren, nimm Google. Google ist ein tolles Medium, weiß man so, wenn man es richtig benutzt. Du kannst gucken, alle Wahlen. Was haben Christen gesagt? Was haben Leute gesagt? In welche Richtung es geht, wenn der Präsident oder der Präsident oder der Präsident gewählt wird? Wir müssen eins verstehen. Durch Wahlen wird die Welt nicht gewonnen. Die Welt wird gewonnen, indem wir die Herzen der Menschen gewinnen. So, glaube ich an gewisse Sachen, wie zum Beispiel, aber schaut mal, nur kurz ein bisschen erklärt, okay, ich weiß auch nicht, wieso ich in so einer Stimmung gerade bin. Schaut mal, wenn es darum geht, wer an die Macht kommt, wie, in welche Richtung die Welt geht,
dann läuft irgendetwas total falsch. In den letzten 50 Jahren in Amerika, nehmen wir Amerika, gab es 9 Präsidenten. 6 davon waren Republikaner, 3 davon Demokraten. Okay, das war doppelt so viele. 6 davon waren klare Abtreibungsgegner. 3 davon von den Demokraten, 2 davon Gegner, 1 davon öffentlich dafür. Obama als einziger. Und guck mal, wo sie sind. Warum? Es hängt nicht damit zusammen, wer regiert. Es hängt damit zusammen, wer die Herzen der Menschen gewinnt. Das ist etwas, was wir als Christen verstehen müssen. Wir denken, wir sind zu politisch in unserem Gedankengut manchmal und sind irgendwie sowas von besessen von irgendwelchen Sachen. Wenn das in die Richtung geht. Nein, Gott ist souverän. Gott sitzt auf seinem Thron. Die Macht des Blutes und des Kreuzes ist zu gewaltig, zu mächtig, als dass der Feind irgendetwas ihm wegnehmen kann. Das geht es aber. Ich muss weitermachen. Der Ivo hat mir die Zeit wieder gekürzt. Jesaja 9. Schaut mal. Jesaja 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schultern ist die Herrschaft gekommen und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater aller Zeit, Friedefürst. Die Herrschaft wird größer und größer. Was wird die? Die Herrschaft wird größer und größer. Und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an und für immer. Dies vollbringt der Eifer des Herrn der Herrscher. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich. Und sein Königreich ist auf der Erde, wird was? Größer und größer. Wenn du den Charakter von Gott dir anschaust, schaut mal, das ist ein progressives Statement, eine progressive Aussage, eine sich erweiternde, vergrößernde, ausdehnende Aussage. Und die Bibel ist voll von solchen Aussagen. Voll von solchen Aussagen. Seine Herrschaft wird nicht groß sein und dann kleiner. Seine Herrschaft wird größer und größer. Jesu Herrschaft wird größer und größer. Schaut mal, Sprüche 4,8. Aber der Pfad des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Wie wird mein und dein Licht sein? Heller und weniger hell. Nein, Gott hat keinen Dimmschalter für dich. Sondern dein Licht wird heller und heller. Johannes 1,16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Gnade, und dann nimmt er sie weg. Nein, Gnade um Gnade. Was? Es wird größer. Psalm 84, Vers 7, sie gehen, wer? Wir, von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Von was gehen die? Von Kraft zu Muskelkater? Nein, von Kraft zu Kraft. Das ist eine progressive Aussage, eine steigende, eine erweiternde Aussage. Das ist nicht so, boah, das wird toll und es wird immer schlimmer. Das ganze Königreich stützt sich auf solche Aussagen. Weiter, Römer 1,17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu? Glauben. Aus Glauben zu Misstrauen. Aus Glauben zu, nein, aus Glauben zu Glauben. Römer 2. Korinther 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es wird immer nur größer. Es wird immer nur größer. Johannes 3,17. Heute habe ich ganz viele Bibelstellen. Und die Hälfte habe ich weggestrichen. Johannes 3,17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit die Welt gerettet wird. Jesus ist ans Kreuz und es wird erfüllt werden. Gott ist nicht abhängig von uns, aber er benutzt uns. Aber sein Königreich, von dem Moment, als die Menschen gesehen haben, wie Jesus gekreuzigt wurde, von dem Augenblick an ist sein Königreich von diesem kleinen Israel bei gerade mal 120 Personen gewesen. Und heute sind es über 2-3 Milliarden Menschen. Warum? Weil es wächst, weil es sich ausbreitet, weil es immer größer und größer wird. Gibt es Rückschläge? Ja. Diese Woche haben 3 Pastoren von uns in Indien sind im Gefängnis. Diejenigen, die beim Gebet morgens dabei sind, sie sind gefangen genommen worden, weil Hindus
gelogen haben, dass sie Geld bieten, dass Menschen zu Jesus kommen. Das haben wir Christen noch nie gemacht, werden wir auch nicht machen. Das machen Hindus, das machen Buddhisten. Und ja, manche benutzen sogar das Schwert, um andere zu konvertieren. Aber nicht wir Christen. Warum? Weil Moral kannst du nicht gesetzlich oder zwanghaft auf Leute aufstülpen. Moral wirst du nur in dem so hinbekommen, indem du die Herzen der Menschen ergreifst. Wisst ihr was? Wir haben Gesetze gegen Mord und trotzdem sind da Mörder da draußen. Wir haben Gesetze gegen Ehebruch, Gesetze gegen Schwarzarbeit und da draußen sind Schwarzarbeiter. Wir haben Gesetze gegen Steuerhinterziehung und da draußen sind Steuerhinterzieher. Warum? Weil Moral kann nie gesetzlich über Menschen drüber gestülpt werden. Deswegen ist es egal, wer an der Macht ist. Es ist immer die Frage, wer gewinnt die Herzen der Menschen. Das ist ganz wichtig. Wir denken, Politik ist die Entscheidung. Nein, es geht darum, wer die Herzen der Menschen gewinnt. Und wir sind dafür da, um die Herzen der Menschen zu gewinnen. Das Christentum hat sich ausgebreitet, immer nur dadurch, indem wir die Herzen der Menschen gewinnen. Nicht indem wir ein Schwert benutzen, nicht indem wir irgendwelche Gesetze über die Menschen drüber stülpen. Weil es geht nicht darum, welche Gesetze da sind. Es geht darum, durch was die Herzen der Menschen gewonnen sind. Wir denken, wenn es Gesetze gibt, die biblisch sind, dass alles toll sein wird. Nein, das ist nicht so. So funktioniert das nicht. Wir haben so viele Gesetze und die werden tagtäglich zu tausendfach und millionenfach gebrochen. Warum? Weil es geht dadurch, wer die Herzen der Menschen gewinnt und nicht, wer die Wahlen gewinnt. Und das macht mir Hoffnung. Das macht mir Hoffnung. Es gab einen Herrn, der Tennis spielen geliebt. Aber er war einfach nicht gut im Tennis spielen. Und eines Tages hat er ein Tennismatch im Fernsehen angeschaut und in der Pause gab es eine Werbung für einen Tennisschläger und für einen Wilson-Tennisschläger. Und da war Roger Federer, der Beste aller Zeiten. Und er hat einfach außergewöhnliche Schläge drauf gehabt mit diesem Tennisschläger. Und eine Stimme in der Werbung sagt, wenn dieser Tennisschläger Wimbledon, die Australian, French und US Open gewinnen kann, dann kann er dir auch helfen, deine Matches erfolgreich zu gestalten. Der Mann hat sich gedacht, den muss ich mir holen. Hat ihn sofort bestellt, wie Werbung halt so funktioniert. Und der Tennisschläger kam an, den ganzen Sommer lang hat er mit diesem Tennisschläger gespielt und jedes Match verloren. Warum? Weil es war nicht der Tennisschläger, der die Matches gewonnen hat, es war Roger Federer, der die Matches gewonnen hat. Und deswegen, wir sind so ein Tennisschläger in Gottes Hand. Wir sind so ein Tennisschläger in Gottes Hand. Er ist der Champion. Er ist derjenige, der diese ganzen fantastischen Sachen macht. Er ist derjenige, der die Welt für sich gewinnt. Er ist derjenige, der die Welt erlöst hat. Er ist derjenige, der die Welt nicht richtet, sondern die Welt für sich gewinnt. Aber er benutzt uns. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat gesagt, hey, weißt du was, ich habe mich schon immer gefragt, wieso Gott den Menschen am sechsten Tag erschaffen hat. Bis Gott es ihm gesagt hat. Er hat gesagt, ja, Gott hat es mir gesagt, weil hätte ich den Menschen am ersten Tag geschaffen, würde der Mensch denken, alles ist durch seine Hände passiert. Und so ist es. Gott benutzt uns. Gott braucht uns hier in der Welt. Aber wisst ihr was? Die Welt wird nicht durch uns gewonnen. Die Welt wird durch das Kreuz Jesu Christi gewonnen. Amen. Lasst mich ein paar, weil ihr glaubt mir noch immer nicht. Schaut mal. Einfach ein paar Statistiken, dass es wirklich so ist, dass das Königreich sich ausbreitet. Heißt es, dass alles gut ist? Natürlich nicht. Wir haben noch unheimlich viel Arbeit vor uns. Aber schaut mal, im Jahr 1800 lebten ca. 80% der Menschen auf der Welt in extremer Armut. 1800, das sind 220 Jahre. 1800 lebten 80% der Menschen auf der Welt in extremer Armut. 2015 sind wir bei 20%. Die Vereinten Nationen sagen, es sind 10%. 1990 lebten 1,9 Milliarden Menschen. 1,9 Milliarden Menschen lebten in extremer Armut. 2008 waren es 1,2 Milliarden. 2017 sind es 734 Millionen.
sind 734 Millionen zu viele. Aber ihr seht, in welche Richtung es geht. Statistik, Lebenserwartung. 1800, wisst ihr, wie hoch die Lebenserwartung im Schnitt auf der Welt war? 1800, das ist unglaublich. 29 Jahre. 29 Jahre. Wisst ihr, wie hoch die Lebenserwartung heute weltweit ist? 72,6 Jahre. 1950 gab es keine Nation, die eine höhere Lebenserwartung hatte wie 72,3. Das war Norwegen. Die afrikanischen Länder zwischen 26 und 29 Jahren. Die Lebenserwartung ist hochgegangen. Die Lebenserwartung ist hochgegangen, trotz Impfungen. Das musste sein. Die Welt ist in einem Aufwärtstrend wegen Jesus. Amen. Wegen Jesus, was Jesus am Kreuz getan hat. 1950 war die Lebenserwartung, die allgemeine weltweite Lebenserwartung, 46 Jahre. 46 Jahre. Schaut mal, Jesaja 65, 20. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Hier spricht er, in welche Richtung wir gehen. Er spricht, hier, dieser Bibelvers spricht davon, in welche Richtung wir uns hinbewegen. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Schaut mal, in diese Richtung bewegen wir uns. Jedes Jahr steigt die weltweite Lebenserwartung um 0,1 Jahr. Jedes Jahr. Schaut mal, hier steht, es wird keine Säuglinge mehr geben, die nur wenige Tage alt werden. Im Jahr 1800 war die Kindersterblichkeit 43%. 43%. Ein Viertel der Neugeborenen starb im ersten Lebensjahr. Fast die Hälfte der Kinder starben, bevor sie die Pubertät erreichten. Im Schnitt verlor jedes Ehepaar 3 bis 4 ausgetragene Kinder. 1800. Und Leute wollen mir erzählen, früher war alles besser? 1950, schaut mal, die Kindersterblichkeit 1800 war 43%. Überlegt euch mal, wie viel Schmerz und Trauma das in der Familie auslöste. Dass sie wissen, dass bis zur Pubertät werden sie 3 bis 4 Kinder verlieren. Die Kindersterblichkeit 1950 war nur noch bei 22,5%. Um die Hälfte zurückgegangen. 2015 Kindersterblichkeit 4,5% weltweit. 4,5%. Das bedeutet, 15.000 Kinder sterben heute noch immer täglich, die nicht ihr 5. Lebensjahr erreichen. Wir haben noch unheimlich viel zu tun. Aber was ich sehe ist, wir sind auf einem Siegeszug. Erzähl mir nicht, dass irgendjemand dabei ist, die Welt in seine Hand zu reißen, wenn mein König, mein Gott, der König des Lebens, der Herr der Herrlichkeit, der uns allen Leben gibt, ans Kreuz gegangen ist für die Welt, damit die Welt nicht gerichtet wird, sondern damit die Welt errettet wird. Mein Gott ist dabei, auf einem Siegeszug die Welt für sich komplett zu gewinnen. Bildung, 1870. Nur eine Handvoll Nationen weltweit hatten durchschnittlich 2 Jahre Bildung. Durchschnittlich. In nur einer Handvoll Nationen gab es Menschen im Schnitt, die gerade mal 2 Jahre Bildung hatten. Alle anderen so gut wie gar keine. 1950, der größte Teil der Weltbevölkerung hatte noch immer zwischen 0 und 4 Bildungsjahre. 1950 noch.
2017. Nur noch Niger und Burkina Faso, weniger wie 2 Bildungsjahre im Schnitt. Der größte Teil der Länder auf der ganzen Welt hat jetzt im Schnitt bis zu 8 Bildungsjahre. 8. Wir haben Zugang zur Bildung wie noch nie zuvor in der Geschichte. Wenn du vor 200 Jahren gelebt hättest, wärst du Hirte gewesen. Und eine Gebärmaschine als Frau. Alles andere? Kochen, putzen, überleben. Das klingt humorvoll, aber es ist wahr. Heute, jeder hier hat das Potenzial, Millionär zu werden. Jeder. Jeder. Aber das ist, mit jedem Positiven kommt auch oft das Negative. Wir haben heute auf jeden Fall durch die Entwicklung, die entstand, haben wir einfach neue Problembereiche. Das ist immer so. Wir haben Problembereiche wie zum Beispiel Depression und Burnout ist auf einem Allzeithoch. Okay? Reizüberflutung, Abhängigkeiten, Vernachlässigung von Familie, Ungerechtigkeit, Schuld und Sünde sind noch immer unsere größten Feinde und nur Jesus ist fähig, sie zu besiegen. Aber die Grundtendenz ist aufsteigend. Aufsteigend. Warum? Weil die Macht des Kreuzes wesentlich mächtiger und kräftiger ist als jede andere Macht, die die Welt jemals gesehen hat. Amen. Wenn der Teufel wirklich seit Jahrhunderten dabei ist, die Welt zu gewinnen, dann hat er einen miserablen Job getan. Und mein Vorschlag an ihn, entlass deine ganze Geschäftsführung, kündige deinen Vorstand und gib deinen Posten auf und gib es jemandem anderen. Aber das Problem ist, egal wer an seine Position kommen würde, diesen Aufwärtstrend kann niemand aufhalten. Weil unser Gott ist ein allmächtiger Gott, ein souveräner Gott, der von Sieg zu Sieg schreitet. Amen. Schaut mal, 1. Korinther 15, 24 bis 26. Schaut mal, was da steht. Ganz wichtig, schaut mal, was da steht. Dann ist das Ende da. Okay, wenn es um die Endzeit geht. Hier steht, dann ist das Ende da. Deutlicher wird es nicht. Hier steht, dann ist das Ende da. Wann ist das Ende da? Wenn er das Reich Gott dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Deutlicher kannst du es in der Bibel nicht lesen. Da steht, dann ist das Ende da. Wann ist das Ende da? Wenn er alles eingenommen hat, dann ist das Ende da. Das ist mein Gott. Das ist unser Gott. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Es ist ein Siegeszug. Die Geschichte sagt uns, dass es ein Siegeszug ist. Die Daten offenbaren es uns, dass es ein Siegeszug ist. All das zeigt uns auf. Es ist ein Siegeszug Jesu Christi und die Christen lassen sich noch immer ein in irgendwelche dramatischen Weltuntergangsszenarien verwickeln. Unglaublich! Gewinn nicht die Politik, gewinn die Herzen der Menschen, weil das ist das Einzige, wo wir Sicherheit haben. Weil die Bibel sagt, dass er alle zu sich ziehen wird. Was bedeutet, wir müssen einfach nur ernten. Jesus hat nicht gesagt, er wird die Politik einnehmen. Jesus hat nicht gesagt, er wird lauter Präsidenten haben, die Christen sind. Jesus hat gesagt, er wird die Menschen zu sich ziehen. Lasst uns genau das machen. Weil er hat auch gesagt, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. So, bist du berufen, Politiker zu sein? Halleluja, werd Politiker, werd Präsident, Bürgermeister und so weiter. Wir können zur Wahl gegeneinander antreten, was weiß ich was. Kein Mann, all das ist möglich. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht nicht darum, dass Gesetze aufgestellt werden, sondern dass Herzen gewonnen werden. Dass Herzen gewonnen werden. Das ist, wozu wir berufen sind. Und schaut mal, Hebräer 2, du hast alles unter seine Füße gelegt. Du hast alles unter seine, das ist ein Fakt.
Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Schaut mal, was da steht. Er steht, alles ist ihm bereits unterworfen. Alles. Es gibt nichts, was ihm nicht unterworfen ist. Wir sehen aber ihm noch nicht alles unterworfen. Was bedeutet das? Jesus hat bereits alles vollbracht. Er hat alles vollbracht. An dem Tag, wo er am Kreuz gestorben ist, ist alles unter seine Füße gekommen. Alles unter seine Füße gekommen. Aber er sagt, jetzt sehen wir noch nicht alles. Warum noch nicht? Weil es ist ein Siegeszug. Es ist ein langsames Einnehmen der ganzen Welt, dass Jesus herrscht bis in alle Tage. Und dann steht, dann ist das Ende da. Jesus kommt und baut sein Reich auf. Amen. Das Christentum heute ist sowas vom am Wachsen. Ich habe es euch vor 3 Wochen gesagt. Jeden Tag kommen mindestens 80.000 neue Christen dazu. Jeden Tag. Das sind alle 48 Minuten im Schnitt circa. Kommen 3.000 Menschen, werden dem Königreich Gottes hinzugefügt. Überleg mal, wo wir angefangen haben. Jetzt wir, weißt du, wir. Vor 2000 Jahren. Wo haben wir angefangen vor 2000 Jahren? Vor 2000 Jahren waren es 120 Personen. An einem Tag, die geglaubt haben, die gewartet haben auf Jesus, bis Jesus den Heiligen Geist schickt. Dann hat Petrus gepredigt und an einem Tag kamen 3000 Menschen zu ihm. Was für ein wundervoller Tag. Heute, weltweit, 3000, alle 48 Minuten. Und die Spanne wird immer geringer, weil wir sehen Erweckungen im Iran, wir sehen Erweckungen in Pakistan. Wir sehen Erweckungen in den arabischen Ländern und Al Jazeera und so weiter, die machen schon Panik und sagen, die Christen sind am Übernehmen. Ja, wir sind es, aber wir machen das schon seit 2000 Jahren. Ohne Schwert, ohne Gesetzesverabschiedung, indem wir Herzen der Menschen gewinnen. Weil nur so funktioniert es. Du kannst hunderte und tausende Gesetze haben, die dem entsprechen, was du glaubst. Aber wenn wir die Herzen der Menschen nicht gewinnen, hat es keinen Wert. Nur möglicherweise einen Wert für die Ordnung einer Nation. Aber wir wollen die Herzen der Menschen gewinnen, weil die Gesetze werden so verabschiedet. Wenn die Herzen der Menschen gewonnen sind und die Menschen jubeln und sehen und wollen, dann wird die Politik hinterherkommen. Es ist nicht andersrum. Es ist nicht andersrum. Sondern wenn sie sehen, wo wir sind, wenn sie sehen, was die Menschen wollen, wenn sie sehen, von was die Menschen überzeugt sind, dann kommt die Politik hinterher. Glaubt nicht, dass es andersrum ist. Es gibt Studien, wo man überlegt, was ist das, was beeinflusst. Aber egal, aber ich sage euch, nach dem Königreich ist das, was beeinflusst. Ich glaube fest daran, dass die Zahl der Himmelsbürger, das ist meine feste Überzeugung, dass die Zahl der Himmelsbürger, wer hat den Burger? Seht ihr, ey. Letzter Tag vom Fasten und ich sage Burger. Ich glaube fest daran, dass die Zahl der Himmelsbürger die Zahl der Seelen in der Hölle bei weitem übertreffen wird. Bei weitem übertreffen wird. Bei weitem übertreffen wird. Weil schaut mal, Johannes 12, 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, sagt Jesus über sich selber. Wann? Vor 2000 Jahren ist es passiert. Er sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das ist unser Gott. Und unsere Aufgabe ist einfach nur zu ernten. Einfach nur zu ernten. Wir sind ein Tennisschläger in seiner Hand. Und er ist unser Champion. Er benutzt uns, um Siege einzufahren. Er benutzt uns, um Menschen in seinen Bann zu ziehen. Er ist dabei, sein Königreich auszubreiten. Galater 3,8, die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Gott hat es schon Abraham vorausgesagt. Er hat gesagt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Nicht eine Nation, nicht zwei, nicht drei,
nicht 4, nicht 5, nicht 6, alle Nationen werden in dir gesegnet werden. Das ist, wer unser Gott ist. Was wir müssen, was wir brauchen, was wir nötig haben, ist, unseren Blick und unseren Fokus auf Jesus zu richten. Weil wenn du deinen Fokus auf die Facebook-Nachrichten und Facebook-Posts und YouTube-Botschaften und was weiß ich was alles dir anschaust und anhörst, dann wirst du Jesus nicht im Fokus behalten können. Wirst du nicht behalten können. Wir hatten ja vor ein paar Tagen hatten wir so diese tolle Zeit im Schnee, wo es hier so toll geschneit hat. Es waren drei Jungs, drei Freunde, die im Schnee gespielt haben. Und einer ihrer Väter kam raus und kam zu ihnen und hat gesagt, hey, wollt ihr ein Spiel, wollt ihr ein Rennspiel mit mir spielen? Und sie haben gesagt, ja, wollen wir. Und er hat ihnen erklärt und hat ihnen gesagt, bleibt hier stehen, ich gehe auf die andere Seite. Und wenn ich euch den Startschuss, wenn der Startschuss ertönt, wenn ich los sage, dann rennt ihr los. Aber er hat zu ihnen gesagt, aber nicht derjenige, der am schnellsten bei mir ankommt, gewinnt das Rennen. Er hat gesagt, der die geradeste Spur im Schnee hinterlässt, der gewinnt das Rennen. Und die haben gesagt, auf jeden Fall, komm, wir machen das. Und der erste, als der Startschuss ertönte, der erste Junge, der hat auf seine eigenen Schritte geschaut, ob sie gerade sind. Er hat auf seine eigenen Schritte geschaut, ob sie gerade sind. Der zweite Freund, was er gemacht hat, er hat die anderen zwei Freunde angeschaut, wie weit sind sie gerade, wie gerade sind seine Spuren. Und er ist dann weitergelaufen. Und der dritte, weil es sein Vater da vorne war, was er gemacht hat, er ist einfach losgerannt und hat einfach nur seinen Vater im Blick gehalten und ist gerannt, so schnell er konnte. Was glaubt ihr, wer die geradeste Spur hatte? Derjenige, der seinen Vater im Blick hatte. Das ist, wer wir sind. Guck nicht nach rechts, guck nicht nach links. Vergleich dich nicht mit dem oder mit dem. Schau einfach nur auf Jesus. Weil das Rennen wird nicht von den Schnellsten gewonnen, sondern das Rennen wird von denen gewonnen, die die geradeste Spur hinterlassen. Und es sind diejenigen, die Jesus im Fokus behalten. Das hat sogar schon Paulus gesagt. Schaut mal in Philipper 3, 13 bis 14. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Er schaut nicht nach hinten, er schaut nicht nach rechts, er schaut nicht nach links, volle Kraft voraus, Jesus im Blick behalten. Und wir werden sehen, wie er uns in seiner Hand benutzt und zu Champions macht, weil wir in seiner Hand sind. Das ist, wie die Welt gewonnen wird. Das ist ein Siegeszug Jesu Christi, der seit knapp 2000 Jahren anhält und er weitergehen wird, bis das Ende kommt. Aber das Ende wird sein, wenn die Herzen der Menschen gewonnen sind. Er ist zu gewaltig, als dass es anders sein könnte.